BVB gegen VfB Stuttgart tippe ich auf ein 3:1 für Dortmund, weil die zurzeit einen guten Lauf haben und ja, da zu Hause eine Macht sind. Erster FC Nürnberg gegen SC Freiburg. Das sind die beiden Mannschaften, die bisher noch kein Mal gewinnen konnten in dieser Saison. Und von dem her wird es jetzt Zeit, dass der erste Sieg für Nürnberg daheim eingefahren wird. 2:1. Beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern würde ich ein 2:0 für die Bayern tippen, weil ich denke, dass Bayern, die momentan auch vielleicht nicht ganz glänzen in ihrem Spiel, aber dennoch sich das Glück vielleicht auch ein bisschen erarbeitet haben. Und gegen starke Hoffenheimer, vor allem in der Offensive, denke ich, auch in der Defensive wieder etwas gefestigter sein werden. Von daher 2:0 für Bayern. Und HSV gegen Borussia Mönchengladbach würde ich auf ein 1:0 für den HSV tippen. Ich denke, dass Hamburg sich immer besser findet und Gladbach vor allem auswärts sich in dieser Saison sehr schwer tut. Und ja, deswegen tippe ich auf die Hamburger. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg tippe ich ein 1:0 für Wolfsburg. Ich denke, Frankfurt ist in der Saison, tut sich sehr schwer im Vergleich zur letzten Saison, spielt in der Euroleague sehr erfolgreich, aber Wolfsburg, denke ich, ist so weit gefestigt, die werden das Ding rollen. Und Augsburg gegen Mainz, ich würde den Augsburgern einen Heimsieg wünschen, sage deshalb ein 2:1 für Augsburg, auch weil sie zuletzt stark gespielt haben, aber immer unglücklich am Ende unentschieden oder verloren haben. Eintracht Braunschweig gegen Bayer Leverkusen, tippe ich auch ein 2:1 für Leverkusen. Jetzt sind diese ganze Aufruhr um das Phantomtor ist jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt und Leverkusen konzentriert sich, glaube ich, nur auf Sportliche. Von dem her werden die da gewinnen. Hertha BSC Berlin gegen Schalke. Hertha ist natürlich die Überraschungsmannschaft der Saison, hat auch gegen Bayern wirklich gut gespielt und denke, dass die auch Schalke im Punkt abluchsen und deswegen 2:2. So, letztes Spiel ist Werder Bremen gegen Hannover 96. Werder Bremen spielt zu Hause. Ich denke, dass sie da vor eigenem Publikum einiges gut machen wollen. Haben letzte Woche eine deutliche Klatsche gegen Wolfsburg bekommen und deshalb mein Tipp 2:1 für Werder Bremen.